Du bist ja, ja geflohen, Bruder. Also war es der falsche Weg, ja. Ich hab's in Trickster-Box nicht eingestellt. Freunde, ich muss leider letzte Runde callen jetzt. Alles gut, Erste. Ja. Gesundheit geht vor. Ja, ich muss gleich durchziehen, ne? Ich muss mir ein bisschen ausruhen, so. Echt ein bisschen am Arsch. Okay, ich würde starten jetzt. Shai kommt dann später noch. Er hat noch gesagt, kommt danach. Haben wir jemanden hier drin, der sie dann reinziehen kann? Hast sie du nicht Rechte? Oder? Ich glaube, sie kann rein. Ach, sie kann selber rein, oder? Ja, sie kann rein. Hast du hier nicht mehr Zielrechte? Nee, im Notfall gibst du mir einfach Kontrolle über den ganzen Server und ich mach das. Warum nicht der Server mehr da? Hey. Ach doch, ich glaube, ich müsste haben. Zur Not, ja, ich glaube, jeder haben. Ja. Alles klar, viel Spaß. Spaß. So, okay. Schau nochmal, vielleicht nochmal eine Runde mit Clownsnase. Vielleicht nochmal die Clownsnase aufsetzen, eine Runde. Ich weiß es nicht. Ingenieur. Die Clownsnase, ne? Ja, der kannte das noch nicht. Hallo Franzi. Das ist Maggie Stuggi. Die ist die erste Task, ne? Die ist richtig scheiße, die Task. Schau nochmal auf Lifeline kurz. Noch leben alle. Jetzt ist Kaioken tot, die ist hier rechts gestorben. Hier war noch Stuggi. Hello there. Hello there. Hey, Kadis, danke dir. Kadir, ja, auf jeden Fall, danke dir. Es sind wilde Dinge passiert. Ich bin auch in der Trap direkt neben dem Meetingraum. Ah, okay. Dann müsste Trap auch raus. Also, ich war in der Task drin. Mhm. Und neben mir stand Kaioken. Ganz kurz, kannst du uns schon mal verraten, wo, damit ich das mir vorstellen kann? Hallway Top rechts, dieser blaue Teil. Okay. Dann bin ich aus der Task rausgekommen und Kaioken liegt tot neben mir. Und okay. Dann laufe ich erst eine Sekunde verwirrt rum und plötzlich kommt Julie von rechts rein, läuft provokativ an mir und der Leiche vorbei und springt neben mir in den Wind. Aber das klingt nach Julie, muss man sagen. Das kann ich schon sagen. In allen anderen Fällen würde ich mal auch fliegen können, aber Julie? Ja. Aber sie ist noch Fulmi und ich glaube, sie lacht sich gerade schlapp. Oder sie... Wow. Julie? Ja? Ich weiß nicht. Was hast du gemacht? Julie, die beste Verteidigung ist, ich war es nicht zu schreien, während man fullmutet war, wenn die Erklärung war. Guck mal, wir haben eine selbe Lower Backyard. Wo bist du? Lower Backyard. Lower Backyard. Wo ich sag euch, ich war es nicht. Egal was war, ich war es nicht. Wer war die letzte sie Person? Sie kommt full mute raus, ohne die Allegations zu hören. Ja. Sag direkt, ich war es nicht. So was, das habe ich noch nie gesehen. Ich war es nicht. Ja. Ich war es nicht. Nee. Bruder, ich schwöre, ich bin es nicht gewesen. Ruf gar keinen Volle. Sie weiß noch nicht mehr, um was es geht. Und sagt, ja. Ich habe alles gehört. So, ist auch so Faust aufs Auge, so vermeintlich ein Julie Morphling, der neben jemandem ins Van springt. Julie, kommt wieder, ich warte. Das ist jetzt die Rache für den Perückenspruch. Was? Hast du hier was gewotet? Also, nee, ich glaube dir das, Julie, du warst es wirklich nicht. Ja, Julie war es nicht. Ich habe einen Skip für dich, Julie. Oh. Boah, vier Leute würden sie jetzt rausvoten. Terste, Steffi, lol, sagt, mein Schatzi ist krank. Wer ist denn dein Schatzi? Bin dann schon mal weg. Sula, alles klar, ne? Ah, da ist das feine Kätzchen. Faro ist da. Boah, also das Beintraining heute on top, das war
Scheiße, Junge. Das, Maggie. Remember, danke dir. Da, Katze ist tot im Camp. Also, Maggie ist auch hier in der Nähe, ne? Wo der Kill gefallen ist. Der ist nämlich Campfire Place, wahrscheinlich deine Ecke. Ja. Das ist voll gemein. Ja. Knecht, weil der war zusammen mit Julian unterwegs. Also, ja, Knechti hat vor Julian in meinen Augen feine Katze getötet. Wo denn? Was? Sicher, dass es Knechti war im Chicken Grove. Ich hab grad Julie und Dings in der Linksbeck. Ich wollte auch nur Julie schützen. Ich habe keine Ahnung, wer es von den beiden war. Auf jeden Fall war ich in der Task vom Chicken Coop. Ich muss wieder sagen, ich war's raus, nicht. Ja, das ist gut. Hat ja. Und während ich reinkomme und dann versuchst du das auf mich abzuwälzen? Es war doch nur Spaß. Mensch. Faro, hier gibt's keinen Spaß. Wie, es ist doch nicht so passiert. Also ich kann dir sagen, dass das Knechti den Kill nicht gemacht hat. So wusste also, Katze und Julie, also Julie vorne und Katze hat sie verfolgt. Sie sind mir im Toolchat entgegengekommen. Hat Katze vielleicht geschossen. Und als ich dann hinterhergerannt bin, weil ich wusste das gar nicht, was passiert, naja, Katze ist tot. Und da waren, ob Julie zuerst geschossen hat. Hä, Moment, also ich hat jetzt Knechti gekillt geschossen. Oder nicht? Nee. Nein, echt nicht. Knechti hat nicht gekillt, aber Knechti wollte auch reporten. Ich war es aber auch nicht. Ich konnte nicht reporten, weil ich gehandcuffed war. Das Problem ist das, wo liegt die Leiche nochmal? Sag mal. Im Chicken Coop. Im Chicken Coop. Ich bin nach oben über Upper Back, ja, weil da in der Ecke der Wendt gerade auf und zu ging. Wollte gucken, ob jemand raus ist oder nicht. Ich habe leider niemanden gesehen. Besteht die Möglichkeit, dass der gekillt hat und oben in den Wendt abgehauen ist? Also im. Wo Upper ist Back, der Kill? Ja. Chicken Coop? Nee, zeitlich überhaupt Coop, gar nicht passen. Ja. Und es geht, also ich bin reingelaufen an die Kabeltask, hab Kabeltask gemacht, komm raus, dann liegt er neben mir, ja. Also so 2 Meter neben mir ungefähr. Und Julie und Knechte stehen daneben. Aber ich finde es ein bisschen seltsam, dass Julie sich so wohl mit dem Kill fühlt, während du daneben stehst. Wohl fühlt? Ich fühle mich nicht wohl, aber ich weiß von meiner Unschuld. Was? Oh, nee, ich hätte sie jetzt nicht gewollt. Wärst du mit aufgesprungen, hätten wir Knechte. Ich sag euch, so wie sie es die Arme hat, das nicht kommen sehen. Also, nicht kommen sehen. Ja, also ich habe auch geskippt, Julie. Die Arme hat das. Oh, was? Was? Stark, Julie, stark. Das war schon gut. Hätte sie die letzte Runde nur selber voten müssen. Die ist Chester? Jetzt, ach, Voldemort hat Julie gemorpht. Als ich mich gerade an ihr erschossen habe, habe ich so lachen müssen. Du als Morphling oben drüber hast dich in sie gemorpht. Und sie ist wirklich Chester. Ja. Junge, kann ja nicht wahr sein. Runde, Leute, gell? Danke. Okay, ich wollte dich eigentlich nur clearen und dann gemacht. Hast du das zu einem Win verwandelt. Let's war alles go. Komplett geplant von A bis Z. Ja, genau. Und wer hat da neben mir gekillt? Ey, ich bin Sheriff, ich hab mich an ihr erschossen. Oh, ja, schön. Danke. Hallo, Stugi, ich kann wenden. Was war denn Stugi? Ich hab gar nicht gehört. Hast du wohl? Thief. Thief, ah. Das ja, war so crazy. Ich bin gerade reingehüpft, du kommst unten ums Eck. Crazy. Wie Chester? Wieso ist Chester? Ja, Freunde, an der Stelle, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ne? Junge, da bin ich aber baff. Hat Julie gut gemacht, muss man sagen, ne? Freunde, an der Stelle, bitte lasst mal kostenlos ein Abo da auf YouTube, würde ich mich sehr freuen und gerne auch mal beim anderen Channel vorbeischauen. Ja, und ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter mit der Clownsnase, ne? Tschüssi, mach einen Schuck.